Bring jetzt wieder Professor Futurus. Während des Moin, Versicherungsgut. moin. Oh, wie ich sehe, kann der Miraidon jetzt wieder ein bisschen auf Wellen reiten. Tipptopp, mal weiter so. Also, haust rein, bist du fein. Easy. Gut. Wir schauen mal weiter. Wo wir als nächstes hingehen. Hier oben würde sich auch schon wieder was anbieten. Was bist du? Da ist ja der Bodenherrscher. In der Brutzel. Ich schwöre, TikTok ist gar nicht so toxisch, wie ich gedacht habe. Weißt du warum? Warum? Weil die dir Likes geben. Der Marlon hat gerade unter meinem Video in TikTok geschrieben, an alle. Ich habe es zugemacht, warte. An alle. Ich habe noch mal ein bisschen rumprobiert. Fatality bekommt man mit dem Fundkraftgeist-Sandwich am besten. Hab sogar unabsichtlich ein Shiny. Lol. Cool. Coole Info. Supportive. Ja. Sehr cool. So. Ich würde sagen, ich mache direkt den nächsten Herrscher. Ich habe zwei Dittos. Ah, oh, guck mal hier. Ein Storch. Was ist das denn jetzt? Boom! Warum muss man dieses Pokémon denn ansprechen, um dagegen zu kämpfen? Das gefällt mir nicht. Haben wir schon mal erwähnt, dass ich ein Evoli haben müsste? Am Rande vielleicht. Okay. Egal, ich sag's nochmal. Ich möchte jetzt gerne ein Evoli haben. Und ich schwöre, wenn das erste Evoli, was ich finde, sich als Ditto oder Zoroa... Das hübsch aus. Das finde ich witzig, ja. Oh ne, kann ich jetzt... Ehrlich, ich möchte noch einen Adebogen fangen. Ich möchte eins. Im Übrigen, ich renne die ganze Zeit von der Arena rum, statt die einfach mal zu machen, ne? Ich lieber Tipp zu fangen. Ich mache jetzt noch einen Herrscher, dann habe ich 4 von 5 Herrscher-Pokémon. Ich gehe jetzt. Alle rauchen. Viel Spaß. Spaßstange. Oh, hätte ich besser gestern mal nicht gesoffen, Chat. Du was? Weißt schon, ich welchen Typ Miraidon hat. Ich hab nicht lachen gehört, obwohl ich Kopfhörer aus hab. Miraidon hat bestimmt Drache Zukunft. Ich könnte den natürlich jetzt Knarksen mitnehmen, aber ich möchte eigentlich schon... Ah, jetzt können wir mal gucken, ob wir hier Wellen reiten können. Ich hätte jetzt an sowas wie Elektro gedacht, aber Elektro finde ich lame, um ehrlich zu sein. Stahl wäre aber genauso lame. So, jetzt machen wir uns mal direkt auf hier zum Bodentypen. Fahre ich wieder zurück? Ich glaube ja, oder? Oh ne, ich bin aus Versehen in den Mehl reingefahren. Was jetzt, Elektro oder Stahl? Ich habe zwei Typen genannt. Ich möchte aber keine Mehl da reinfahren. Ich möchte eigentlich jetzt wirklich straight zum nächsten Elektro. Ja, finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen lame. Oh ne. Es ist auf jeden Fall schon mal gut, wie viele Freiheiten ich jetzt habe durch... die ganzen Sachen, die ich gemacht habe. Was ist das? Ein Knabon! Ja, guck mal, das fangen wir jetzt nochmal gerade. Wenn wir schon mal hier sind... Ich glaube, Level 30, okay. Also ein Knabon ist ja immerhin... Ich kann da kein Irrlicht einsetzen, ne? Mit welchem Pokémon fange ich denn den jetzt? Mobhex, ne? Bis es vielleicht zu stark. Klippe. Kreuzschere ist immun. Metallklaue ist schwach. Mobex, komm. Dann hat unser Mobex mal noch ein bisschen Screentime. Weil Knabon gefällt mir halt auch richtig gut, ne? Boah, das setzt irrlich da in der Penner.
Ich müsste nach meinem desaströsen Kampf gegen den einen Team Starlighter, müsste ich eigentlich noch ein paar Tränke und so kaufen. Ich setze mal Breitseite ein, weil Stab ist. Das dürfte mich töten. Es war ein Volltreffer. Aber gut zu wissen, dass es hier auch noch Knabbern gibt. Es gibt dann also mehr als nur einen. Knabbern-Ruß. So, was haben wir dann noch? Mankey. Ich würde sagen, wir springen mal hier runter. Versuche noch passiv meine Pokémon so viel zu trainieren, wie es geht. Weil das ist ein Feature, was ich viel zu selten genutzt habe bis jetzt. Gibt es auch immer was zu entdecken, ne? Aber hier kann es ja komplett nach Herzenslust austoben. Oh, hier ist sogar ein Kamaup. Kamaup habe ich noch gar nicht. Oh, da unten ist der Herrscher. Seht ihr ihn? Ein rotes Dornfahnen oder sowas. Okay, den kriegen wir bei... doch, klar, ist der Boden, ich habe Pflanzen-Pokémon. So, und Kamaup sollte... Samenbomben vielleicht überleben. Nee, das war eigentlich klar. War eigentlich klar, war dumm. So. Ah, wir haben hier oben noch welche. Wir haben hier oben sogar noch viele. Dann gucken wir jetzt mal, ob wir eventuell einmal Kehrtwende machen können. Und dann mache ich mich direkt auf zum Bodenherrscher. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Aktion. Ah ja, perfekt. So, und für den Fall, dass ich eine Feuerattacke machen will, wechseln wir jetzt einfach mal Datignes ein. Pass auf, er ist stark, sage ich nur. Um ehrlich zu sein, werde ich ihn wahrscheinlich jetzt trotzdem unterschätzen. Weil der andere Herrscher so schwach war. Ich habe ja schon ein bisschen was gemacht. Ich könnte doch jetzt mal ehrlich gesagt an ein paar Tankstellen ein bisschen was finden. Hyperbälle kaufen oder so. Feuerboden ist eigentlich auch ein so geiler Typ, ne? Jetzt möchte ich dir doch einmal hochfahren, bevor wir zum Herrscher fahren. Fußtritt. Hier sind noch ein paar Mankey. Warte mal. Die Chance, die werde ich nutzen. Guck mal hier, wie es jetzt Amok läuft. Bautz. Ist das geil, ne? Diese Autokampf-Funktion ist super. Tipptopp. Hat mir gefallen, was du gemacht hast. Oh, hier. Auch hier, ne? Die übersieht man so leicht, die kleinen Mickrigs, ne? Oder die Schillingel, Alter. Hier, Akrobatik, weg damit. Also die Autokampffunktion finde ich sehr, sehr gut. So, eine Trainerin, die machen wir auch noch schnell weg. Ich bin halt hier in einem Gebiet, bin ich noch voll zu spät. Ich finde mich sehr krass überlevelt. Ah, einen Drachenprofi. Die finde ich übrigens auch cool. Da die Drachen. Ich bin noch maßlos überlevelt. Für die. Krass. Drachenprofi Corinna. Vielleicht haben wir ja gleich noch eine Entwicklung oder so. Ich hätte so gerne nochmal, dass mein Klippe noch ein Level drüber hat. So viel EP bekomme ich halt auch gar nicht, ne? Durch das ganze Amoklaufen meiner Pokémon.
Hier ist noch eine Höhle. Ich habe das so schnell weggeklickt. Ah, hier ist ein Blitzer, oder? Hier ist ein Blitzer. LOL, Klippen. Er ist auch richtig gierig auf mich. Okay, rein da. Wir fangen uns einen Blitzer. Here we go, Alter. Da kann Tibbix aber Augen machen. Ein terrakristallisiertes Blitzer. Ein Elektroblitzer. Mit einer Glühbirne on the head. Flug wäre richtig geil, ne? Level 50? Fuck. Das haben übel viele. Also ich glaube, alle wilden Pokémon, die du findest, haben den eigenen Terra-Typen. Es wird mich halt übel one-shotten, ne? Ja, es one-shottet mich. Normalerweise dürfte es nicht der Fall sein, weil das schon Elektro ist. Das haben aber die meisten tatsächlich. Ich versuche zu flüchten. Aber hier können wir uns merken, hier eben Max, gewünschte Pokémon haben ihren eigenen Typen. Ja, aber das hier gehört ja dazu. Das hier hat doch genau die gleiche Kragenweite. Ist es noch da, das Blitzer? Ja, ja. Die leuchten normalerweise ein anderes. Nee, ich glaube nur aus Raids ein anderes, oder? Guck mal, wie schön sich die Blätter von der Windmühle da. Windmühle, von dem Windrad bewegen. Ich höre das Blitzer, ne? Ah, das ist jetzt ein normales. Oh. Ein Bug. Es ist wieder das Horrorblitzer. Es ist einfach wieder das Horrorblitzer. So, was hat mir der Stampers geschickt? Zweimal Deutschland. Sven, das ist der Witz. Das habe ich mit Absicht so geschrieben. Deutschlands bester Pokémon-Trainer aus Deutschland. So, ich muss auch abhauen. Das sind gleich zwei Bugs. Zum Beispiel ein Mauzi mit einem Flugtyp als Terra. Ach krass. Das sind gleich zwei Bugs. Falschen Typ für Terra und Anzeige, ja. Das wird auf jeden Fall mal nicht angezeigt, ja. Und jetzt hat es den wieder verloren. Ich werde da nicht schlau draus. Da wird kein Schuh draus. Egal, ich schaue erstmal ab. Ich werde es mir merken und wiederkommen. Und dann werde ich es besitzen. Das wäre übrigens cool, wenn ich ein kampfunfähiges Pokémon, wenn ich einen Beleber dabei habe, auch wiederbeleben könnte mit der Schnellheilung. Und Abfahrt. Wir springen über die Herde drüber. In diese komische Höhle rein. Kindwurm. LOL. Einfach Kindwurm gefunden. Welches Level hat der? Level 19, okay. Haben wir irgendwas Schwaches? Oh ja, Glut ist perfekt. Du hast ein Ditto gefunden. Ja, perfekt. Ich switch jetzt auf Azogladis, damit ich einmal kurz verbrennen kann. Perfekt. Er hat Kopfnuss gemacht. Dann brauche ich doch nicht mehr switchen. Wir werfen direkt einen Superball. Geki Damas in den Chat, Leute. Wir wollen es fangen. Ein pseudo-legendäres Pokémon. Das ist, weil die Genki Damas noch nicht da waren. Kommt, ihr habt fast alle ein Abo jetzt zu Stimmix bekommen. Genki Damas! Oh! Ich hab mich verklickt, ich Idiot. Na klasse.
Ich wollte doch nur ein Kind, Wurm. So ein Mörder-Pokémon. Ist das dumm? Egal, kommt Zeit, kommt Kindwurm. Kindwurm ist sowieso von diesen ganzen Drachen gar nicht so mein Liebling. Das ist tatsächlich eher Kaumalat. Hallo. Hallo. Ich habe eben einen Blitzer gefunden. Was? Ein terra-kristallisiertes Blitzer. Hast du gefangen? Level 50, das hat mich umgebracht. Du bist so schlecht. Es hätte mich umgebracht, wäre ich nicht geflüchtet. Probieren wir immer studieren, oder? Ja, das ist korrekt. Jetzt waren es. Ich hätte gerne Evoli, ne? Und ich habe gerade einen Kindwurm umgebracht. Ich hätte nur Superbälle weiterwerfen müssen. Aber ich habe aus Versehen nochmal auf den Kill-Button gedrückt. Weißt du, wie bei Among Us. Ja. Einmal auf Kill gedrückt. Scheiße. Ah, hier bin ich wieder. Hier schließt sich also der Kreis. Schön. Dann haben wir hier das Gebiet eigentlich schon komplett erforscht. Siehst du, Angelo macht weiterhin alles richtig. Der hat gerade einen Ditto gefunden, gefangen. Ende. Ohne. Ja, auch zwei Stück. Ohne auf den Among Us Kill-Button zu drücken. Ich hätte aber gerne noch einen Evoli. Oh, ich habe nur eine Scheibe Käse bekommen. Für ein Sandwich immer gut. Oh, ich habe jetzt auch richtig Bock auf so ein richtig geiles Sandwich, ne? Ich habe gerade so richtig Bock auf so ein richtig wunderschönes Evoli. So, jetzt fahre ich aber durch zum Ground Hersher. Da hinten ist sogar noch eine Team Star Basis und ich glaube, die habe ich auch noch nicht gemacht. Kannst du mir einen Evoli fangen? Habe ich ihm schon den Lebenswillen genommen? Ne, noch nicht. Klar. Das wäre geil, wenn man sich Meisterbälle craften könnte. Ich habe einfach einen Apfel als Pokémon auf der Karte. Trapfel? Ein Apfel. Trapfel. Heißt der so, oder was? Ja. Das ist ein Drachen-Pokémon. Genau, sie Dragon. Du bist schon wieder. Und du bist schon wieder. Monkey D. Dragon. Das nenne ich mal einen erbitterten Kampf. Ich habe einmal Akrobatik gemacht und danach ist er einfach gestorben. Mittlerweile kann ich halt echt überall lang, ohne zu sterben. Weil ich kann ja auch endlich ins Wasser rein. Nein, aber ich kann noch keine Klippen hoch. Oh, das ist ja eben ein Item. Ich habe gedacht, da wird schon ein hungriges Pokémon auf meinen Absturz warten. Ich will hier wieder den Evoli irgendwo auf mich warten. So. Seitdem ich es gesehen habe, ist tatsächlich einer meiner Urängste von einem Schlurm aufgegessen zu werden. Ah, da haben wir auch schon eins. Bring, moin, ich bin's wieder, der Pepper. Bist schon wieder bei einem Herrscher-Pokémon, weißt? Da muss ich erstmal da rangehen. Alter, sind hier viele Boden-Pokémon. Hab ich überhaupt... Ja klar, hab ich was gegen, gegen Boden. Mein Starter. Weil ich sag's nochmal ein bisschen... Bruder, wenn ich hier versuche, Comedy aufzubauen, dann hast du mich hier nicht einfach anzufliegen, Geronimatz. Jetzt habe ich meinen Gag vergessen. So, komm, töte sie alle, Vogel. Ich kämpfe gerade gegen die Weiterentwicklung von diesem Reh. Von Sesokids Weiterentwicklung. Und es heißt Kronjuwild. Ja, oh! Gut. Den wollen wir. Wie heißt diese Motte nochmal? Die Ignivor, die ist aus der 5. Generation, der ist übel stark. Kugelsaat, auch so eine geile Attacke. Oh ja, es macht wenig, perfekt.
Ist Ignivor schon Feuer oder ist erst seine Weiterentwicklung eine Feuer? Kann ich nicht sagen. Ich will nichts lesen. Ich probiere aus, indem ich einfach mal Irrlicht draufschmeiße. Oh, das ist bestimmt. Okay. Oh, da hinten ist noch ein Ganovil. Okay, wir versuchen mal Irrlicht zu machen. Es hat keine Wirkung, es ist schon Feuer-Pokémon. Ignivor ist eine richtig starke Feuermotte, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen sollte Nitro-Ladung nicht zu viel Schaden machen. Natürlich macht's viel Schaden, Mann! Immer dann, wenn man es nicht will. Ja, ich komme wieder und werde dich fangen. Ignivor. Ganovil nehme ich jetzt trotzdem mit. Das wäre so geil, wenn man sich Meisterbälle craften könnte. Ich habe ein Kronjuwel gefangen. Ich schmeiß meinen Schlitzer. Wenn du einen Schlitzer überlebst, kommst du in mein Team. Fuck, ich will nicht, man. Du kommst auf die Box. Das mach jetzt mal. Jetzt ist der einfach unter der Erde. Also können wir erstmal nur abwarten und Clown wetzen. Wie willst du da fangen? Ganovil, der hat Schaufler gemacht. Hier ist echt ein Tentacher, einfach an Land. Tentacher oder Tentoxa? Das kann nur eins sein. Das heißt aber Tentacra. Tentakrak. Tentknackrak? Ja, scheiße, der Gag hat nicht gut funktioniert. Nee, war nicht gut. Ja, ich wollte. Also stell dir mal vor, so ein Oktopus-Knackrak. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, jeder Witz auf der Welt wäre lustig. Wäre auch irgendwo langweilig. Stimmt, Tantrum! Alter, gut geschaltet. Gut geschaltet, Angelo. Hat einfach Tantrum gespammt. Okay. Tentakra ist Bodenpflanze. Ach, Alter, hier sind so viele Ganovil. Das kann bis zu 50 km/h laufen. Ach, hier ist nochmal so eine Motte. Wir wollen diese Motte. Ich werde Evoli. Okay, mal gucken, ob du einen Schlitzer aushältst. Ja. Oh, jetzt aber. Hallo. Entspannen Sie sich. Wir wechseln zu Mopex. Weil Mopex resistiert Feuer. Ich will aber nicht kämpfen. Es kann einfach schon Flammenrad. Warte, welches? Ja, Ignivor, die Motte, die Mottenlarve. Ich mache immer die Feuerprobe für deinen neuen Teammitglied. Stimmt! Oh mein Gott! Das habe ich seit der Gamer Daddy Challenge nicht mehr gerufen. Das Fackel-Pokémon. So, wieder Evoli auf der Karte. Aber kann Evoli so nicht sehen. Habe ich den Hund jetzt eigentlich? Ich weiß nicht mehr. Ne, hier ist die Weiterentwicklung von dem Hund. Und eine Limo. Ich habe eine Limo in der Wüste gefunden. Also die Weiterentwicklung von dem Hund heißt Fackel. Heißt Gemeini. Ne, ist ein anderer Hund. Warte mal. Es gibt so viele. Es gibt Hefel. Das ist schon die Weiterentwicklung von Hefel. Von Hefel ist Backe. Ja. Hefel ist so eine kleine gelb-weiße. Ja. Ja. Alter, ein Grafikglitch. Das sind ja so selten hier in dem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Backe-Glitch, das hätte ich wert nicht mehr. Alter, hat er vorher aufgesetzt. Wie geil diese Grafiker gerade sich überblendet hat. Ich hätte jetzt wahnsinnig gern Fiaro, die Weiterentwicklung von meinem Dartignis. Ja, gib dir noch Sonderbonbon. Nee. Doch. Nee.
Doch. Nee, dann ich lass die Pokémon lieber Amok laufen. Oh nee, es ist ein Coriogel. Hat es dich aber verdient. Meine Nemesis, Coriogel. Siehst du, es überlebt nämlich immer dieses scheiß Assi-Pokémon. Ruckzucki, weg. Warum schnell. Kann ich gegen dieses Bucket keine Mikroladung einsetzen? Wisst ihr, dass heute Totensonntag ist? Echt? Ich wusste es nicht. Es ist heute noch eine andere Großveranstaltung, über die ich aber im Stream nicht rede. Oh mein Gott. Im Stream, ich sag das jetzt nochmal einmal ausdrücklich, im Stream rede ich nicht über die Fußballweltmeisterschaft, auch nicht über die Deutschlandspiele und auch nicht über die deutschen Spieler, die was in der WM gemacht haben. Max, es gibt eine neue Pokémon-Fähigkeit. Erzähl's mir. Ich kann keine Feuerattacken gegen dieses Pokémon einsetzen, wegen ihrer Fähigkeit. Dadurch erhöht sie aber auch noch ihre Verteidigung. Und weißt du, wie diese Fähigkeit heißt? Feuerrüstung? Knusperkruste. Alter, Feuerrüstung wäre einfach die viel bessere Idee. Ja, aber einfach Knusperkruste. Knusperkruste, Alter, hört sich an wie... Ja, einfach Knusperkruste. Jetzt setzt das Brüller ein. Kaste, jetzt hätte ich... Knusperkruste. Echt so gut? Da kannst du dich ausstrecken, Alter. Knusperkruste. Alter, ich esse heute... Ich hätte gerne eine Pizza heute. Aber bitte lass ich mir die Knusperkruste noch dran. Alter, was bist denn du? Ey, was ist das für ein Scheiß? Wie, das setzt die ganze Zeit Brüller ein. Strauß des Todes. Oh, ich hab einen Sonnenstein gefunden. Was bist denn du? Psyopatra. Und es ist übel stark. Scheiße. Gut, dass ich überlebt hab. Okay, aber es ist Psycho, da kann man ja Azuglar des guten Gewissens einsetzen, Irrlicht pumpen und dann werfen wir Superbälle. Psyopatra, witziges Viech. Darf nochmal so ein Idee, der setzt nochmal Brüller ein, rast dich aus! Ey, wäre jetzt nicht so der Brüller, ne? So zerbröselt der Keks nun mal. So, ich werfe jetzt Superbälle. Mein Wasser ist leer. Ah, oh, ich hab noch einen. Nee, mein Sprudel ist leer. Ich hab noch ein Wasser. Bleib im Ball. Psyopatra. Also, es ist ein ägyptischer Strauß. So viel kann man, glaube ich, sagen. Da finde find ich den Namen aber. Mach den Brüller. Finde ich den Namen aber. Weißt du, was ich saukrass finde? Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, geschweige denn dir das schon passiert ist. Wenn dein Gegner-Pokémon eine Attacke macht, die nicht sehr effektiv ist, kann die manchmal so schwach sein, dass das nicht mal ein HP abzieht. Echt? Ist mir nicht aufgefallen. Das ist mir gerade beim Wackel wieder passiert. Ich habe angegriffen mit Knuddler. Und Knuddler, wir wissen, wie stark Knuddler ist. Ja. Hat kein HP abgezogen. Nicht ein. Ich habe gerade einen Psyopatra gefangen. Entschuldigung. Das ist einfach nur ein Psycho-Pokémon. Wäre das wenigstens so Psycho-Boden oder so. Ich glaube, das gibt's nämlich noch gar nicht. Das hätte ich gefeiert. Aber es kann eine Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h erreichen. Schmeiß dein Miraidon weg. Wir haben ein neues Reittier. Du bist aber jetzt die Maus, oder? Oh weh, du bist schon wieder ein Ditto. Moment, nach dem Kampf hier. Ach, da haben wir wieder den Pokémon-Suchti, der... Ja, der sitzt jetzt hinter mir im Stream. Okay, guck mal so. Hier, das sind übrigens... Er tanzt hinter mir. Ja, das ist Stampers, Leute. Guckt euch an. Ups, falsche Szene. Ihr, guckt euch an. Boah, er twerkt, Alter. Geht's im Dito? Er hat aber auch so ein juicy Ass, ne? Alter,
Wenn du eins hast. Gib mir ein Ditto. Fragt jetzt mal alle schnell beim Timo im Stream, wann Stampers wieder online ist, bitte. Was? Alle sollen jetzt bei dir im Stream fragen, wann Stampers wieder online ist. Wir vermissen dich. Vermissen dich. I'm coming home. Ja, heute noch. Kommst du dann in Discord? I think in... ...40 minutes. Okay. Mit Ausrufezeichen Squad könnt ihr übrigens Multistream anmachen. Wie lange macht ihr denn noch? Ja. Weiß ich schon. Ja. Ja. Okay, gut. Also bis morgen. Oh, ich hab noch kaum... Oh, nerv mich doch nicht. Ein dummer Hefe, Hund. Ein Hefe. Ein Hefelzopf. Oh, da hinten ist ein Tuska. Was ist dann? Bin ich nicht in die Hand. Gib Gas. Zacki, zacki. Denk dran, vorhin wieder zu tun. Nee, du bist vorne. Was soll ich jetzt so machen? Oh, der Sandsturm fügt mir Schaden zu. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Wenn du Internet an hast, musst du dich dann ausmachen, ja. Ein Knuddeluff. Easy. Ob Mobbix, hat Mobbix noch eine Weiterentwicklung? Weiß ich gar nicht. Diese Angelo schreibt auch gerade, dass du im Pokémon Karmesin weitermachen sollst, Sven. Hier ist noch ein Kleopatra-Strauß. Ein Kleopa-Strauß. Ha? Nee, ich geb mir einen Feuerzahn? So, ich möchte jetzt eigentlich noch zuerst in Pokécenter fahren. Ins Pokécenter? Sie. Weil ich könnte den Herrscher wahrscheinlich auch noch hier so nebenbei machen, ne? Was kannst du? Den Herrscher hier noch easy nebenbei machen, so. Mach doch. Machst du gerade Watch Party oder was? Was? Machst du Watch Party, weil du am Essen bist? Ich hab dich essen gehört. Nee, ich komm mit meinem Bruder gemeinsam tauschen. Ah. So, was willst du denn haben? Scheißegal. Wozu sagst du gerade Nein, Jasso? Kennst du die, Nee. Zu Mobbix. Für gegen den Herrscher. Er hat keine Weiterentwicklung. Ach, shit. Nein. Warum hat eigentlich. Ach, warum ist alles, was irgendwie schön ist. Was irgendwie schön ist. Komm noch einen, bitte. Nein! Ich hab auf drei gehofft. Alles, was irgendwie schön ist, hat keine Weiterentwicklung. Mobbix als Weiterentwicklung hätte ich gefühlt. Dann hätten auch mal ein paar coole Trainer auch coolere Motorräder. 43. Du denkst, kommt bald ein DLC raus? Ja, das ist immer die kreative Art zu sagen, wir haben neuen Content. Doch. Klassisch. Klassisch. Ja, dann kannst du damit was anfangen, weil du kannst ja so die EV nicht sehen. Ich finde das übrigens saudumm, dass du jedes Mal vom Bike absteigst, wenn du einen Trainerkampf hattest. So, Schlurm und Schillingel, die haben wir schon beide. Hier ist eine Stadt mit Pokécenter. Das ist wahrscheinlich der konventionelle Weg, den man hier gehen muss. Ich habe hier die Schlange zum Beispiel noch gar nicht gefangen. Und ich gehe mal ganz kurz. Ganz kurz gedäfft, Jungs. So. Tuska habe ich zum Beispiel auch gar keinen Bock, das zu fangen, ne? Wir fahren jetzt. Alter! Vogelarmee. Ich fahre jetzt auch ganz schnell hier zur Tankstelle. Du hast gerade Hyperstrahl gefunden. Ja, das ist geil, was man hier alles findet, ne? Schillengel. Hier ist noch ein Trainer. Ich glaube, den mache ich auch noch schnell. 20 Jahre. Hier ist sogar ein Noctuska. Guck mal, welches Level das hat. Switchen wir noch gerade ganz schnell zu Dartignis. Damit wir einem... Boah.
Ich glaube, Noctuska fange ich dann einfach. Je nachdem. Wenn Noctuska die Feuerprobe besteht. Nee. Es hat die Feuerprobe nicht bestanden.